Ja, willkommen zurück zu Sicari Remastered. Ein SMW-Hack von Eevee. Und jetzt sind wir gerade in Welt 3. Hier haben wir ja im letzten Part betreten. Und das nächste Level heißt Weapons Factory. Oh nein. Sag nicht, da kommt Bullet Bills dann auch vor. Oh nein, das wäre echt irgendwie... Wir haben die ja schon kennengelernt, die Bullet Bills. Und richtig dämlich. Diesen Hack hier. Jetzt müssen wir wieder das Sicari spielen, die so eine seltsame Steuerung hat, aber egal. K-16's Heavy Steel Skeleton does not allow for her to swim. Rather, she will sink to the bottom of water, still able to jump around. Warum schreibt ihr mir das hier? Kommt hier Wasser vor, oder was? Das darf ich bestimmt nicht berühren, ne? Das will ich auch nicht austesten hier. Die Musik hier, die ist übrigens aus Mega Man 7. Mal wieder. Wieder eine Mega Man 7 Musik. Müsste ich ja eigentlich mit K-16 spielen. Aber da irgendwie hier sicherlich Wasser vorkommt, möchte ich lieber hier Sicari verwenden. Gut, es wurde mir eben erklärt, dass K-16 ja springen kann unter Wasser. Deswegen ist es ja auch nicht so schlimm, wenn sie unter Wasser ist. Aber mir ist es doch hier mit ihr hier lieber. Und ich will da oben... Warte mal, das oben werde ich ersetzt, wenn ich das hier habe, ne? Wird nur dann ersetzt, wenn ich das hier schon habe und das nochmal einsammle. Ja, also die Musik ist... Wie scheiße bewegt sich das Vieh denn hier? Diese Musik ist aus Mega Man 7 Burstman Stage. Dieser Bombenmann hier. Ja, kriegt die Energie wieder. Und, habe ich gerade Bomben angesprochen und schon kommen Bomben hier vor. Okay. Ja los jetzt, die explodieren mal schneller da jetzt. Warum brauchen die immer so lange zum Explodieren? So, ach so. Ach, jedes Mal, ich verstehe. Das ist ja genial. Das sind jetzt diese Blöcke, die sind ja jetzt ausgefüllt. Ich ja mit dem blauen Schalterpalast freigeschaltet habe. Und die haben immer ein Herz drinnen. Das ist ja... Das gefällt mir. Das gefällt mir wiederum nicht. Ist auch nicht gut designt, finde ich. Jetzt so einen Fließband hier. So ein Chuck einzubauen. Ja, da muss ich wohin. Jetzt geht's ins Wasser bestimmt, oder? Nee, Feuer hier. Oh, mit Stacheln. Achso, ja. Sie kann ja schwimmen. Ich vergaß. Okay. Okay, da hat man es ja mit Sicari einfacher hier jetzt, weil sie ja schwimmen kann. Sie kann sich so bewegen, wie sie möchte. Gut. Da wäre jetzt bestimmt ein Secret, ne? Aber egal. Ich will lieber schwimmen können, als irgendwie hier... Ja, das ist auch mit diesen Stacheln. Das ist ja nicht so gut hier. So... Jetzt holen wir uns wieder hier. Aber es sind ja zum Glück keine Instant-Death-Stacheln. Hoffe ich ja. Nicht, dass wir irgendwie Lava... Eigentlich Lava-Sprites sind, aber die mit Stachelgrafiken versehen sind. Ich will es auch nicht austesten. Leute, ich will es auch nicht austesten. So. Auch hier ist das so, wenn man nach unten gedrückt hält, dann schwimmt sie nicht so hoch. Das kann man kontrollierter schwimmen. Will ich das wissen, was hier drin ist? Eigentlich, ja, das Herz hätte mir, ja, bringt mir jetzt eigentlich nicht. Weil wenn ich jetzt hier jetzt getroffen werde, zum Beispiel jetzt hier, na, jetzt hätte ich zurückgehen können, um das Herz zu holen. Aber vielleicht ist hier auch noch eins drin. Scheiße, das ist nicht euer Ernst. Wie ist das denn so ein Chuck ist? Hä, wie soll ich denn hier jetzt weiterkommen? Wie übel ist das denn? Hä, ich komm doch hier nicht weiter. Da ist... Rechts geht's nicht weiter. Und links, da hätte ich Dingens sein müssen. Ach so, hier ist eine Röhre. Das habe ich jetzt gar nicht als Röhre erkannt. So. Was ist das? Ein Lakito. Ein Boden-Lakito. Ja, das soll man auch erstmal wissen, na? Das finde ich so scheiße gemacht. Dass man nicht wissen kann, welchen Gegner es sich handelt. Jedenfalls zunächst.
übertreibt es noch mehr vielleicht. Nee, ist keine Aufforderung, ne? So. Hallo. Da ist ein Pisser hier weg. So. La 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 la, so. Eieiei. Los, weg hier. Scheiße, ich hätte warten sollen, bis er wieder hochgesprungen ist, und dann hätte ich... Naja, egal. Ja. Oh! Haut bloß ab hier. Also, viele Sachen kehren immer wieder. Wie zum Beispiel hier die Koopas, die immer hin und her laufen. Auf der Stelle. Also, auf engem Terrain. Da mach ich jetzt nicht. So, los jetzt hier! Schneller hier. Ja, das war ja eine ganz passable Stage. Passabel, weil ich sie passiert habe. Okay. Secret Exit war hier nicht, ne? Bisher war hier noch kein Level mit Secret Exit. The Emerald Palace. Ah, Smaragdpalast. Ist bestimmt grün hier, ne? Schön grün hier, oder? Ja. Ist recht grün hier, ja. Ja, tut mir leid, K16 scheint ja wahrscheinlich ein bisschen vernachlässigt vorzukommen, aber ich spiele lieber jetzt hier so mit ihr hier, auch wenn sie jetzt nicht ganz so wie Mario sich lenken lässt. Aber das ist unfair, weil es auch random ist. Hä? Ich dachte, das sind diese grünen Blöcke... sind plötzlich nicht mehr greifbar, sondern das sind plötzlich normale Blöcke, die man anspringen kann, okay? Also Konsistenz hier? Oder Konsequenz eher? Konsistenz hat was mit der Beschaffenheit einer Sache zu tun. Also vollkommen inkonsequent. Ich mag das nicht. Man hätte es einheitlich halten sollen. Ja, da darf ich bestimmt nicht drauf, ne? Will ich wahrscheinlich auch nicht. Man konnte jetzt hier nicht, wenn man da oben steht, nicht sehen, dass man hier unten stehen kann. Das finde ich nicht so gut gemacht. Das kommt leider sehr häufig vor hier in diesem Heck hier. Ja, komm, leck mich doch am Hintern, ihr Behinderten. Wie scheiße ist das denn? Ja, hallo? Ich meine, diese Chucks hier, diese Football-Chucks, die diese Footbälle werfen, die sind ja so allein hier schon übel. Und dann kommt doch sowas da mit Stacheln da noch. Ne, das ist nicht gut. Ja, man kriegt auch nichts wieder, schönen Dank. Man kriegt ewig nichts wieder hier. Was ist das für Mist? Items hier vielleicht mal. Oh, ah, gut. Da kriege ich auf jeden Fall... Oh, muss der Depp da hinten noch sein. Die Energie zum Glück wieder aufgefrischt. Spring doch, du behinderte, dumme Kuh hier. Was ist denn das für ein Scheiß? Warum springt sie manchmal nicht? Ja, Blind Jump, das konnte ich nicht wissen. Dass man da nicht stehen darf. Ja, nur gerechtfertigt ist im Herz. Eingefügt ist... Alter! Immer solche Überraschungssachen hier. Das ist nicht gut. Oh nee. Ernsthaft? Ständig, aber ständig so eine Scheiße hier mit dem... hier, Kick Cooper. Ständig! Und dann an Stellen, an denen man ja auch mal ein bisschen ausruhen möchte. Nicht ständig hier immer beschossen werden möchte hier. Hau ab da, du Dreck.
wieder, ne, dieses Mistvieh. Oh, dieses dreckige. Das ist schlecht designt. Was ist da unten für ein Gegner? Habe ich jetzt nicht sehen können. Einfach mal so. Weißt du nicht, was das für Gegner sind? Deswegen lasse ich die lieber. Greife ich die lieber nicht so jetzt direkt mit Körperkontakt an. Mistvieh, ey. Ja, das ist scheiße designt. Das konnte ich nicht wissen, dass der da ist. Ja, plötzlich sind das solche Blöcke, ne? Mhm. Es reicht jetzt auch hier. Danke. Also manche Stellen, muss ich ehrlich sagen, sind echt fragwürdig designt in diesem Hack. Das von einem Admin, also... Bisher noch jedenfalls kein sichtbares Secret Exit, also dass es hier auf der Karte sichtbar ist. So, County Orangey steht hier. Also ich bin jetzt in Orangey, bin ich jetzt, oder Orangey, oder Orangey, oder keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Stimmt, soll das irgendwie japanisch sein, also Orangey. Orangey City. Eine Stadt, das klingt doch sehr interessant. Viecher denn da zu suchen? Stände da. Alter, der Sprung war ja übel. Was ist das denn für ein Viech? Ist das ein Drybone? Tatsache. Wimmst jetzt auch hier. Schon wieder. Immer wieder dieselbe. Immer so auf schmalen Plattformen. So ein, ja, Cooper. Sind jetzt diese Knochenwerfer. Drybones, die mit Knochen werfen. Wow. Walljump? Ja, vielen Dank aber auch. Dreckiges Mistvieh. So. Ja, und das ist, weil sie nicht so wie mal sich wie Mario lecken lässt. Er verschätzt man viele Sprünge, weil man ist ja die SMW-Mario-Steuerung gewöhnt. Der kommt nicht wieder, ne? Oh, gut. Keine Ahnung, warum sie nicht gesprungen ist. Schlechte Steuerungsprogrammierung, sage ich nur dazu. Ja nun, wir wissen es, dass es Orange City heißt. Oh Mann. Den kann ich überspringen hier. Ja, natürlich. Aber es ist schön beruhigend hier, diese Musik hier. So, jetzt komm. So, okay. Was krieg ich hier? Ah. Oh Gott! Ja! Wie unfair ist das denn? Man muss da mit einem Walljump hoch und kann es nicht koordinieren, dass man da nicht von getroffen wird von dem Hansel. Warum designt man das so schlecht? Bewusst auch noch so schlecht. Oh Mann. Hallo.
Oh, jetzt muss ich warten, bis der sich selber tötet, oder was? Ja, hier muss ich warten, bis ich auf ihn draufspringen kann. Oh, Leute. Ich verschwinde da. Schon wieder so eine Stelle. Wenn ich jetzt wenn das Timing wieder nicht so hingehauen hätte, dann hätte ich ja wieder Probleme bekommen. Herz her, danke. So. Ging ja auch noch. Kann man nichts sagen. So. Freight Fright. Und da ist auf jeden Fall wieder ein Level mit einem Secret Exit. Das ist das nächste. Aber wir machen das hier jetzt. Und dann im nächsten Part denke ich mal, dass... Ja, Central Paradia oder wie das da heißt. Auf jeden Fall jetzt erstmal hier das. Und jetzt ist schon das nächste Schloss da. Mann, das geht ja schnell hier. Oh, die Musik! Das ist die aus Asterix und Obelix. Super Nintendo, diese, so Gebirgslandschaften. Da spielt immer die Musik. Das ist doch klasse. Lunar Lines. Oh nee, Bullet Bill Shooter wahrscheinlich, ne? Und die Bullet Bills, ihr habt's ja schon gesehen. Oder ist es das Bullet Bill Shooter? Bisher hat da noch keiner geschossen. Aber wenn ich draufstehe, dann steht da das tatsächlich. Was zum Geier? Der erschien da so ganz plötzlich. Ja, da konnte ich nichts gegen machen, ne? Und Autoscrolling. Ich glaube, das erste Level mit Autoscrolling hier so richtig, ne? Magic Cooper hier. Ja, natürlich. Ah, toll. Ah, Checkpoint. Sehr gut. Die Musik ist so klasse. Und das ist auch immer original hier jetzt. Auch so diese, mit den originalen Instrumenten auch. Also original instrumentiert. Ja. Ich kann nur dazu sagen, warum musste man die Steuerung von Sicari ändern? Warum? Das macht keinen Sinn. Ja, wie hätte ich das nur überstehen sollen da? So unnötig gewesen, die Programmierung, die Steuerungsprogrammierung zu ändern. Und es ist auch vollkommen unnötig, die Bullet Bills unbesiegbar zu machen, dass man nicht da auf die drauf springen kann. Auch eine Sache, die ich diesem Hack sehr anlaste. Na, das ist halt mal gut hier, ja? Pass auf, keine Kuhhau, dieser Schrott hier. Ja, weil sie nicht zu... Springt wie Mario. Das ist das Dumme. Jetzt bin ich sowieso hier durcheinander wie... Gegner-Spamming hier. Warum musste man das umändern? Das war so unnötig. Warum hat man die Steuerung so kacke gemacht bei ihr? Das ist so einfach nur das Scheiße. Ich meine, sie ist nicht jetzt komplett anders als die jetzt von Mario. Das nicht, aber sie ist ein bisschen anders. Ein bisschen verändert. Das merkt man total. Wenn man... jahrzehntelang Super Mario World gespielt hat, dann erkennt man das. Da fällt das total auf. Ja, toll, wie ich da wieder mal getroffen wurde, unnötigerweise. Der Hack hier. Ja, darum habe ich jetzt Schaden genommen. Darum. Ja, natürlich! Müssen da 1000 Gegner kommen hier! Sag mal, wissen wir... Super Mario Maker... Ach, scheiße, da hätte ich nicht springen müssen.
Oh, das ist so schlecht gemacht. Dieses Level ist richtig schlecht. Ja, ich konnte mal gut schon vorhersehen hier. Gib mir doch mal Energie wieder hier, Mensch. Der sieht aus wie ein Koopa und dann denkt man, oh, man kann den mit der Shell einfach, ja, ihn in die Shell reinlaufen lassen. Ach, das ist doch so dumm, dass man da andere Grafiken verwendet hat. Ja. Wie soll ich hier jetzt was gegen diesen Behinderten machen? Also, ich muss ehrlich sagen, viele Sachen gefallen mir überhaupt nicht an diesem Hack. Man wird unweigerlich getroffen, weil das ist im Original auch nicht passiert, dass der Magic Cooper sich so dämlich da rein spawnt in einem. Ja, los, schieß doch den beschissenen Bullet-Shooter da. Ja, schönen Dank aber auch, dass ich hier irgendetwas auch machen darf. Wieso sind die immer so unsichtbar, diese Scheiße? Ja, das ist schön, schönes Level-Design, ne? Gefällt jedem, der Videospiele spielt. So, jetzt warte ich hier mal. Das ist so schlecht gemacht. Viel zu schlecht designt. Man bekommt ewig keine Heilung. In einem solchen Level, wo Gegner-Spamming an der Tagesordnung ist. Ja, nun hört mal auf mit den Kick-Coopers hier jetzt. Es darf auch gerne mal das Ziel kommen. Danke. Das Level war richtig kacke. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das Level hat mir überhaupt nicht gefallen. Nicht nur, weil es Autoscrolling war. Das Autoscrolling war gar nicht mal das Problem. Diese Gegner-Spamming-Scheiße da. Und ewig keine Heilung. Man bekommt hier einmal im Level Heilung bei einem solchen Level-Design. Kann nicht euer Ernst sein, hier ganz ehrlich. Also, allmählich scheint sich das zu Kaizo zu entwickeln, aber naja, gut. Wahrscheinlich können wir sogar schon im nächsten Part, das nächste Schloss auch machen, dann Welt 4. Aber erstmal hier jetzt zwei Exits, Nuklear-Servers. Da gehen wir dann in den nächsten Part hinein, indem wir uns dann wiedersehen. Bis dann und tschüss.